Ja, willkommen in Nevada und nicht irgendwo, sondern, oh, ihr seht schon, ja, im High Security Compound, im Hochsicherheitsgefängnis oder Hochsicherheitsbereich. Lara, ja, hat's erwischt. Die ist nach ihrem grandiosen Stunt in der letzten Folge jetzt in eine Zelle verbracht worden und wir haben nichts. Wir haben ein kleines Medipack. Und sonst haben wir nichts mehr. Unsere ganzen Waffen sind futsch. Wir haben noch die Meteoritensplitter. Okay, aber die Waffen, die Medikits, alles weg, die Munition. Und das ist der Grund, warum man Nevada als ersten der drei Bereiche spielen sollte. Weil die ganze Munition, die wir uns jetzt zusammen geklaubt haben, in der Südsee und in der Wüste von Nevada und natürlich auch in London und schon in Indien, alles weg. Ich habe mich ja trotzdem für diese Reihenfolge entschieden. Zum einen, ja, weil das auch was mit der Organisation des Gastkommentars zu tun hatte. Zum zweiten, weil mir, ja, weil ich London einfach möglichst am Anfang weg haben wollte und trotzdem eine gewisse Abwechslung in den Leveln haben wollte. Also jetzt nicht irgendwie direkt nach Indien gleich in die Südsee oder so. Und drittens, weil ich mir sehr sicher bin, dass es trotzdem geht. Ja, man würde sowas nicht einbauen, wenn man dann am Ende keine Chance hätte. Ja, okay. Ich bin da jetzt einfach optimistisch. Ich habe das schon geschafft auf diese Art, indem ich Nevada am Ende gespielt habe. Deshalb glaube ich auch einfach, dass das jetzt geht. Ja? Okay. Ja, wir sind in einer Zelle. Die Tür ist geschlossen. Da kommen wir jetzt also nicht raus. Wir haben natürlich auch nichts, um sie aufzubrechen. Wir haben eine Toilette, ein Wasch... Ne, ne Waschbecken ist... Soll es ein Waschbecken sein oder ein Tisch? Es ist entweder ein dreckiges Waschbecken oder ein dreckiger Tisch und ein dreckiges Klo. Und ein ziemlich großes Bett. Ja. Ist jetzt übrigens für Gefängnisse nicht üblich, kann ich euch definitiv sagen. Ja, aber wir sehen hier hinter uns einen Bewegungsmelder. Das sind diese grünen Linien, das sind Laserscans sozusagen. Gibt es übrigens auch tatsächlich. Und ja, und die lösen wir jetzt mal aus. Und ich stelle mich jetzt schon extra in Position, denn diese Laserscan wird jetzt die Tür öffnen. Allerdings, genau, kommt da gleich mal einer rein. Und da wir ja keine Waffe haben, wäre es wichtig, dass Lara tut, was wir wollen. Sie will aber gerade nicht. So, jetzt aber. Und jetzt rennen wir heraus. Jetzt sind wir im Gefängnis und jetzt, also, hallo. Sie mag gerade überhaupt nicht. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen Abstand gewinnen hier. Wir werden jetzt hier ganz schnell einige Schalter betätigen, sonst haben wir nämlich gegen diesen Typen keine Chance. So. Genau. Der ist jetzt nämlich anderweitig beschäftigt. Wir haben jetzt ein paar Gefangene rausgelassen. Finde ich übrigens sehr interessant, dass hier sich die Haftraumtüren einfach ja, durch den Druck auf den Knopf öffnen lassen. Übrigens, oh Gott, ja, also ja, gut, ich muss es jetzt raushauen, weil ihr wundert euch sonst vielleicht, warum sage ich jetzt Haftraumtüren und nicht Zellentüren? Weil ich es so gewohnt bin, ganz einfach. Und warum weiß ich, dass das Bett für Gefängnisverhältnisse groß ist? Weil ich es eben weiß. Und ich sitze nicht ein, sondern das hat was mit meinem Beruf zu tun. Und deshalb kann es eben passieren, dass ich hier manchmal etwa, vielleicht, oder auch sowas wie Laserscan oder so. Also deswegen kann es halt sein, dass jetzt ab und zu mal ein merkwürdiger Begriff fällt, der euch vielleicht nichts sagt. Das tut mir leid, ich versuche das dann zu erklären. Und deshalb benutze ich halt so komische Begriffe wie Haftraum und nicht Zelle, weil ich mir das jetzt einfach angewöhnt habe. Ja, so. Haben wir da jetzt eigentlich alles gedrückt? Hatten wir den da auch gedrückt? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Also die Gefangenen, die helfen uns durchaus. Die greifen die Aufseher an. Ich sage jetzt auch nicht Wärter. Ich sage Aufseher. Ja, das glaube ich, ist jetzt am diplomatischsten. Wir sind ja hier in einem amerikanischen Sicherheitskomplex. So. Ja.
Jetzt kann ich euch schon mal verraten, dass es da unten nicht weitergeht. Wir können uns das ja gerne mal anschauen. So, also hier hinten haben wir eine verschlossene Gittertür. Ganz typisch. Hier dann den Treppenaufgang und da oben dann die Haftraumgänge. Ist eigentlich tatsächlich so eine relativ typische Bauart auch. Aber gut, lassen wir das jetzt. Wir gucken jetzt erst noch mal, was es hier so zu finden gibt. Jetzt da, oh mein Gott. Ich dachte jetzt gerade, bevor der sich bewegt hat, da hängt einer. Ich habe jetzt gerade echt einen totalen Schreck gekriegt. Es hätte ja gar nicht zu Tomb Raider gepasst. Aber wenn man da so, oh Gott. Da sage ich jetzt mal nichts dazu. Das, ja, okay, lassen wir so stehen. Wir gucken jetzt mal in diese ganzen Hafträume rein. Weil ich nämlich nicht genau weiß, welches der richtige ist. Also unten geht es nicht weiter. Also ist es ja logisch, dass es hier in einem dieser ja, eben Zellen weitergeht. Und also diese netten Jungs da, die lassen. Ja, okay, ich habe mich hoffnungslos verirrt schon gerade. Die lassen uns auch in Ruhe. Also, falls wir jemals wieder Waffen haben, sollten wir uns vielleicht ein bisschen, ja, so, wir sollten ein bisschen davon Abstand nehmen, auf die Mitgefangenen zu schießen. Ich glaube, das würden sie uns ziemlich übel nehmen. Oh, wir könnten mal ganz kurz gucken, ob der Wachmann was hinterlassen hat, den sie da niedergeprügelt haben. Komischerweise, nee, hat er nicht. Komischerweise, die können ihn mit Fäusten niederstrecken, wir können das nicht. Wir sind ja auch eine Frau, ja? Wir sind eine Frau. So. Also da war jetzt auch nichts. Ich weiß jetzt, in den zwei vorderen war ich noch nicht. Ich habe jetzt hoffnungslos gerade die Erinnerung verloren, sozusagen. Und es wird dann garantiert der letzte Raum sein, in den wir reinschauen. Ich wette es. Da war ich ja gerade drin, da war der Wachmann gelegen, da war nichts. Dann muss es ja eigentlich hier sein. Ja! Oh, also das ist tatsächlich der letzte Raum. Also da bin ich, glaube ich, rausgeflüchtet, weil da dieser Typ unterwegs war. Oder es ist ein anderer Raum. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ja, das ist jetzt ziemlich offensichtlich, dass es hier weitergeht. Ich werde jetzt von vornherein schieben, weil was soll mir das bringen, wenn ich jetzt die Kiste immer weiter zurückziehe? Ich kann da nicht rüberklettern. Ne? Also, ist ja eine Sackgasse. Deshalb schieben wir das jetzt mal. Oh, da hat sich links gerade was getan. Und weiter geht's auch nicht. Das heißt, ich muss jetzt hier reinkriechen. Das habt ihr jetzt vielleicht ein bisschen schlecht gesehen. Ich habe halt gerade eben aus dem Augenwinkel diese eine Ecke gesehen. So. Ach so. Muss ich gleich wieder weiterkrabbeln. Jetzt frage ich mich natürlich, warum der Typ, der hier in der Zelle war, nicht früher auf die Idee gekommen ist. Komischerweise, also das finde ich auch schon zum Beispiel sehr strange. Sie hat keine Waffen, keine Munition. Warum haben sie ihr die Medikits weggenommen? Und vor allem, wenn sie ihr schon die Medikits wegnehmen, oh, da geht gerade gar nichts. Da kann ich weder ziehen noch schieben. Okay, dann habe ich jetzt was anderes übersehen. Oder mein Controller ist ausgestiegen. Oh ja, danach sieht es gerade aus. Das ist jetzt nicht gut. Ich spiele jetzt gerade mit dem Analogstick weiter. Das gefällt mir überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich versuche es jetzt einfach. Ich hatte das ja schon mal im Küstendorf, glaube ich. Nein, nicht im Küstendorf. An der Absturzstelle, genau. Die letzte Viertelstunde, die letzten 10 Minuten mit Alex, da hatte ich das schon mal. Und ja, das ist für mich sehr ungewohnt. Also ich kann natürlich grundsätzlich mit dem Analogstick umgehen, aber ich bin das jetzt bei Tomb Raider überhaupt nicht gewohnt. Aber ich versuche das jetzt irgendwie in dieser Folge hinzukriegen, in der Hoffnung, dass ich jetzt nicht großartige Passagen habe, wo es darauf ankommt. Wir haben blöderweise auch keine Fackeln. Deshalb kann ich euch da jetzt leider nicht den Gefallen tun. Und warum geht sie jetzt nicht? Ach toll. Okay, die Schultertasten gehen gerade auch nicht. Dann muss ich jetzt pausieren, die Aufnahme. Und also ich kann höchstens mal gucken, ob das vielleicht geht, wenn ich jetzt speichere und neu lade, aber wahrscheinlich nicht.
dann kann ich eigentlich nur einen Schnitt machen und eben nochmal neu das Spiel starten. Nee, m-m. Geht immer noch nicht. Ja, jetzt steht sie da so im Dunkeln rum. Es tut mir leid, wir machen jetzt einen kurzen Schnitt und sehen uns sofort wieder. So, jetzt aber. Ja, ich bin jetzt gerade hier wieder etwas verwirrt, was jetzt nichts Neues ist bei mir, ich weiß. Und zwar, weil ich jetzt eine Pause gemacht hatte. Also ich habe jetzt nicht einfach nur kurz pausiert, sondern richtig lange. Es ist nämlich schon der nächste Tag. Und ja, warum ich das jetzt hier mache, also ich weiß noch aus Erinnerung, dass wenn ich diese Kiste zurückziehe und jetzt dann nochmal hinten ja, um die Kiste herumkrieche quasi durch diese Spalten, dann finde ich noch eine Kleinigkeit. Was übrigens auch ein Problem ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das in den letzten paar Minuten gesagt hatte, die ihr gerade gesehen habt. Man hat uns ja wirklich alles genommen, somit auch unsere Fackeln. Ja, genau, da war nämlich ein Geheimnis. Was jetzt natürlich heißt, dass ihr nichts seht und. Ach so, ja, das war diese Kiste, genau. Also, die kann ich noch, ich glaube, ein-, zweimal schieben oder so, aber das bringt mich jetzt, glaube ich, nicht großartig weiter. Nee. Okay, also auf jeden Fall muss ich da oben hin. Ja, also wir haben auch keine Fackeln mehr. Und es ist jetzt schon ziemlich dunkel. Und ich finde es. Das finde ich ziemlich blöd. Warum hat man uns die Fackeln weggenommen? Ich meine, warum man uns von der Logik her die Fackeln weggenommen hat, okay. Wobei dann hätten auch die Meteoritensplitter weg sein müssen. Aber warum die Spieleentwickler gesagt haben, wir nehmen euch die Fackeln weg, das ist für mich nicht so ganz ersichtlich, weil man sieht ja nichts. Also das ist jetzt hier schon wieder so eine blöde dunkle Ecke. Und deshalb bin ich hier auch ganz vorsichtig. Ich sehe hier Estrad. Okay, da sollte ich mal drüber springen. Oder hat sie richtig Energie verloren? Aber ja, okay, ich hätte mich hangeln können. Ja, gut, soweit habe ich jetzt natürlich nicht gedacht. Ja. Hier haben wir nochmal Estrad und da drüben einen Schalter. Jetzt gucke ich mal, ob ich mich da jetzt drüber weghangeln kann. Das geht komischerweise. Damit hat sie dann jetzt kein Problem. Da wollte sie gerade nicht weiter. Ach so, ja, was ich noch sagen wollte. Ich habe das ja in der letzten Folge schon erwähnt. Ich will da jetzt auch gar nicht großartig drauf rumreiten. Nur, ich habe das ja erwähnt mit dem, ja, dass ich da vielleicht aus beruflichen Gründen bestimmte Begriffe verwende und so weiter. Ich möchte eigentlich nicht, und ich hoffe, dass ihr das jetzt nicht falsch versteht, dass ich da jetzt großartig in den Kommentaren ja, mich über dieses Thema auslasse. Ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Livestream bin, bei Alex oder Dave oder meinetwegen auch mal bei Dennis, also bei dem Zugzui oder so, da könnt ihr mich dann das gerne alles fragen und so, wenn ihr da irgendwas wissen möchtet. Aber jetzt hier in den Kommentaren möchte ich das Thema Arbeit, Job, Beruf, was auch immer, nicht so gerne ausdiskutieren, weil, ja, habe ich halt einfach meine Gründe. Ich hoffe, dass ihr das ein bisschen vielleicht verstehen könnt oder so. Aber vielleicht lasse ich da ab und zu mal was einfließen. Ich gucke doch mal. Nein, ich habe definitiv keine Fackel. Und da unten ist es dunkel. Und ich sehe überhaupt nicht, wo ich hinklettere. Ich sehe nur, dass rechts von uns wieder Estrad ist. Und wahrscheinlich unter uns auch. Ich weiß es jetzt nicht. Ich schaue mal, ob ich. Kann ich vielleicht nach links weiter? Oh, da hatte ich jetzt mal richtig Glück. Ja. Ah, Moment, hier geht's gar nicht weiter. Ach, ich muss also irgendwie wieder zurück. Ja, aber was hat mir denn jetzt dieser Schalter gebracht? Außer dass ich jetzt Energie durch den Estrad verloren habe. Da war jetzt kein Gang oder so. Oder wäre es da doch irgendwo weitergegangen? Ach, da drüben.
Ja, das ist so scheiße, wenn man wirklich gar nichts sieht. Jetzt weiß ich gar nicht, kann ich da hin oder. Nee, wahrscheinlich nicht. Hätte ich mich da hochziehen können? Ich bin da jetzt gerade ein bisschen ratlos. Nee, da kann sie sich nicht hochziehen. Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Und ich sehe wirklich nicht mehr als ihr, also. Sie kann jetzt da hochklettern. In die absolute Dunkelheit. Und da hat man eben gerade gesehen, hier, dass es da links weitergeht. Aber wie soll ich da links hinkommen? Sie hangelt sich ja nicht darüber. Kann ich ein Rückwärtssalto machen? Herrgott, wenn ich doch wenigstens was sehen würde. Ich versuche das mal mit dem Rückwärtssalto. Nee, da ist nichts. Außer, dass ich jetzt tot bin. Da war auf jeden Fall ein Gang, in den ich reinkriechen konnte. Herrgott, ist das blöd. Ihr könnt doch nicht hier so einen dunklen Schacht hinsetzen und mir keinerlei Fackeln geben. Wie soll ich denn da eine Chance haben? Vielleicht ist es auch nicht gewollt, aber eine andere Möglichkeit habe ich ja gar nicht großartig. Also, ich habe diesen Schalter betätigt und weiß jetzt gar nicht, wofür der wirklich war. Ich kann den auch wieder hochklappen. Ach, der war einfach nur für die Falltür. Ja, dann muss ich ja doch dahin. Ich gehe jetzt mal da an den Rand und gucke mir das mal an. Da seht ihr das. Nur ich kann da nicht reinklettern. Ich kann auch nicht nach hinten springen, da ist auch nichts. Wie soll ich denn. Muss ich mich da vielleicht runterfallen lassen und dann nochmal festhalten? Aber das ist doch viel zu tief. Ich verstehe es nicht. Es geht mir jetzt schon auf den Geist. Also das Level meine ich jetzt. Ich meine, ich kann das natürlich versuchen. Also ich muss jetzt dann quasi wieder durch den Stacheldraht durchgehen. Aber ich denke, dass es zu tief ist. Wenn ich da jetzt loslasse und mich wieder fest. Ja, da rauscht sie dran vorbei. Genau, das dachte ich mir nämlich. Ja, so ein Mist. Was mache ich jetzt? Ist der vielleicht woanders noch? Weil da, wo ich jetzt hergekommen bin, da komme ich nur wieder in den Zellentrakt zurück. Und das bringt mich ja nicht weiter. Ich meine, ja gut, ich kann natürlich noch mal runterklettern, aber ja, werde ich jetzt auch gleich. Ja, weil man wirklich überhaupt nichts sieht. Das ist so ein Scheiß. Aber ich wüsste nicht, wie ich in diesen Gang kommen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe noch mal ein Stückchen zurück. Vielleicht hat sich ja noch was anderes getan. Vielleicht ist ja noch irgendwo was aufgegangen. Weil hier geht's also für meine Begriffe nicht weiter. Ich gehe jetzt auch wirklich langsam, weil ich sehe das jetzt auch nicht, ob hier irgendwo eine Falltür offen ist oder so. Ich weiß nur, dass hier eben das Estrad. Ich komme hier auch gar nicht mehr zurück, sehe ich gerade. Ich muss da lang. Weil, wenn ich da jetzt drüber springe, beim Herspringen musste ich mich ja hier an der Kante festhalten. Das kann ich aber da drüben nicht, weil es eine Schräge ist. Dann rutsche ich auf jeden Fall da rein. Und hangeln kann ich mich nicht, weil da oben dieser Vorsprung ist. Also muss ich da lang. Aber wie? Ich bin so ratlos. Also was ja ganz gut geklappt hat, ist nach unten und dann ganz nach links. Vielleicht würde auch ganz nach rechts gehen, weiß ich nicht. Um mich dann ja abzulassen, relativ sicher. Also hier ist ja extra diese linke, diese rechte Ecke ein bisschen ausgeleuchtet. Ja gut. Es ist ja völlig egal. Ich weiß vorhin, dass es links geklappt hat, also mache ich das jetzt wieder links. Und ihr seht wieder nichts. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten stört, dass ich euch das jetzt noch nicht mal zeigen kann. So, und jetzt ist hier über uns ist dieser Gang. Und da komme ich aber nicht hin.
Ja, da wäre es auch gegangen, da ganz in der Ecke. Nee. Ist ja auch egal, auf jeden Fall geht es da nicht weiter. Ich kann nur diese Leiter hoch. Und das Blöde ist, dass ich die Leiter auch nicht sehe. Wie soll ich denn da jetzt raufkommen? Vor allem, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich jemals an dieser Stelle ein Problem gehabt hätte. Und um die Ecken hangeln kann sie ja nicht. So, jetzt bin ich. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Oh, ist das bescheuert. Wo ist denn jetzt der Gang? Da ist der Gang. Wie komme ich denn da hin? Ach so, jetzt hangelt sie doch rein. No. Nein, kein Kommentar jetzt. Okay. Also gut, da wären wir jetzt. Ich sehe immer noch nichts. Es ist so scheiße dunkel. Wenn ich schon keine Fackeln habe, dann könnt ihr wenigstens die Gänge beleuchten. Ja. Okay. Da konnte ich jetzt nichts machen. Ich habe das jetzt zu spät gesehen. Also ich bin jetzt hier anscheinend in einem Sicherheitsbereich. Also da hinten läuft ein Aufseher rum. Wir haben zumindest da ein bisschen mehr Licht. Und ich habe ja immer noch keine Waffen. Also ich wüsste jetzt auch nicht, ob es hier nochmal irgendwo Hafträume gibt, die man aufmachen kann. Ja, warum ich jetzt da drunter durchgekrabbelt bin, weiß ich auch nicht. Da ist auf jeden Fall dieser Aufseher. Und ich kann mich auch gar nicht groß verstecken. Ich gehe jetzt einfach mal in so eine dunkle Ecke rein, aber der wird mich jetzt gleich sehen. Da drin ist ein Medikit, habe ich gerade gesehen. Ja, ist ja gut. Dann renne ich jetzt einfach mal. Ich habe ja gar keine andere Wahl. Sie rennt auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hinrennen soll. Ich weiß nur, meine Energie ist gleich zu Ende. Ich habe ja Gott sei Dank gespeichert. Das ist eine Sackgasse. Verdammt. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht ist da nochmal so eine Zellentür oder so. Ach so, jetzt interessiert es ihn schon gar nicht. Doch, jetzt interessiert es ihn wieder. Ja, ich kann jetzt den Schalter betätigen und mich nochmal heilen. Aber. Ja. Wo soll ich denn hin? Ist da jetzt, nee, jetzt ist immer noch nichts offen. Ich dachte, da wäre jetzt vielleicht was offen, aber nein. Dann renne ich halt wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Oh doch! Ah, toll! Der Hebel hat anscheinend doch Gefangene befreit. Puh. Danke, Jungs. Dankeschön. Hatte der was dabei? Munition. Ihr Drecksäcke. Ja, da schmeißen sie mir jetzt echt Munition hin. Und eine Schlüsselkarte Typ A. Okay. Da schmeißen sie mir Munition. Könnt ihr mir nicht wenigstens meine Pistolen wiedergeben? Komme ich da auch rein? War da nicht vorher noch was gelegen? Ach nee, das hat nur so ausgesehen. Doch, da komme ich aber rein. Ich gucke mich da jetzt nochmal kurz um. Dieses Piepsen. Weiß ich nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Es ist furchtbar nervig. Das gehört aber wohl zum Spiel. Also, das kann ich jetzt auch hier gerade irgendwie dann abstellen. War da vielleicht auch nochmal ein Hebel? Ja, jetzt gucke ich zum dritten Mal da rein, ich weiß. Aber, nee, da ist kein Hebel. Okay. Gut. Dann schauen wir mal. Ob es da noch irgendwo mal weitergeht. Da war doch noch so ein Gitter. Vielleicht ist das jetzt aufgegangen? Nee. Ach, da ist der Schlitz für die Schlüsselkarte. Okay. Schlüsselkarte Typ A. Ja, gut, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich in einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis, dass hier viel mit Schlüsselkarten gearbeitet wird. Aber ich will jetzt eigentlich meine Pistolen wieder haben. Okay, aber ich speichere das jetzt mal. Das ist ja relativ gut gegangen. Ich habe zwar ein kleines Medikit verbraucht, aber die Energie war ja vorher schon runter durch meinen grandiosen Sprung vorhin durch den Estrad. Okay, rechts geht's weiter, geradeaus geht's weiter. Ich gucke erstmal, wo es da geradeaus weitergeht. Oh, ich höre Flammen.
Oh, jetzt kann ich. Und da geht's auch noch. Oh, ich kann mich jetzt schon wieder nicht entscheiden. Ich glaube aber, dass ich da jetzt hier einfach nur im Kreis laufen kann. Genau. Also das ist quasi dieser Gang. Oh, wo sind wir denn hier? Ah ja, genau. Ach, das ist der Speisesaal. Also es soll den Speisesaal darstellen. Besonders wohnlich ist es natürlich nicht. Das kann man ja vielleicht verstehen. Und da höre ich Flammen. Da wird doch wohl nicht die Küche brennen oder sowas. Ich höre merkwürdige Geräusche, aber die Tür hier ist zu. Übrigens, dieses komische Klappern, das sind tatsächlich Laras Schritte auf diesem Metallboden. Kommt mir auch gerade etwas nervig vor, aber vielleicht bin ich da einfach. Ja, ich bin da einfach zu zickig. Also hier sind wir jetzt nicht weitergekommen. Da ist eine Tür mit einem Schalter. Dann gehen wir da mal hin. Ich werde hier sowieso total die Orientierung verlieren, das weiß ich jetzt schon. Ich renne jetzt da auch einfach so kopfüber in mein Unheil, weil ich habe ja sowieso keine Pistolen. Ich kann ja sowieso nichts machen. Hier haben wir die Toiletten. Genau, also so möchte auch unbedingt jeder aufs Klo gehen, ja, in diesen halboffenen Kabinen, ja. Lassen wir mal dahingestellt. Wenn ich jetzt irgendwo einen Wachmann höre, kann ich sowieso nur rennen und gucken, ob ich eine Haftraumtür finde. So. Jetzt haben wir hier Kisten. Okay, das schaut mir doch schwer nach Kistenschieberätsel aus. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas rumliegt. Und ich höre schon. Da hinten sehe ich ein Loch in der Wand. Also in der Decke. Hier. Da kann ich bestimmt hoch. Nur, da ist ja schon wieder dunkel. Könnt ihr nicht wenigstens jetzt mal ein paar Fackeln hierher legen? Und da hinten ist auch ein Loch in der Wand. Okay. Also in der Decke. Ich glaube, da will ich zuerst hin. Da sehe ich wenigstens was. Wie mache ich das jetzt? Okay. Also ich. Nein, 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 nein. Weg, weg, weg. Warum zieht sie die jetzt nicht? Ich wollte die jetzt eigentlich eins nach hinten ziehen. Die Kiste. Ach, die lässt sich gar nicht ziehen. Na, hervorragend. Ja, aber wie soll ich denn dann. Wie soll ich denn dann da hinkommen? Ja, das ist ja mal doof. Jetzt blicke ich es gleich gar nicht mehr. Also die eine kann ich da ganz hinterschieben. Das ist ja klar, aber. Nee. Nee, so klar ist das gar nicht. Ich muss mir das jetzt gerade genau überlegen. Kann ich die hier vielleicht. Weil ziehen kann ich die nirgends. Kann ich die hier vielleicht schieben? Nee, kann ich nicht. Warum zieht die mir die Kiste nicht? Die steht da so offensichtlich rum. Natürlich kann ich die schieben. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, die hier kann ich. Paar Minuten haben wir auch noch. Also auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall muss Lara jetzt schauen, dass sie herauskommt. Also man hat uns festgenommen, man hat uns alles weggenommen, inklusive Fackeln, was mich momentan tatsächlich am meisten nervt. Oder mit am meisten. Und wir haben es geschafft, dank der Mithilfe von ein paar Gefangenen, uns ja zumindest aus unserer Zelle, aus unserem Haftraum zu befreien. Und müssen jetzt natürlich versuchen, ohne Waffen, ohne Hilfswerkzeuge, ohne irgendwas, uns aus einem amerikanischen Hochsicherheitsmilitärgefängnis zu befreien. Das ist ja mal, ja, schaffen wir locker. Lara kann alles. Achso, jetzt schiebe ich. Ach, der ist. Ach nee, da ist kein Gang frei geworden. Der war schon immer da. Okay, aber jetzt haben wir zumindest. Ja, hier haben wir es jetzt geschafft. Die schauen wir mal. Ob wir da oben vielleicht wenigstens. Aber selbst wenn wir da jetzt Fackeln finden, ich meine, dann finden wir zwei, drei Stück. Vielleicht auch fünf, aber mehr mit Sicherheit nicht. Damit kommen wir dann auch nicht weit.
Ja, da ist ein Schalter. Ich will da ja auch rüber, aber irgendwie springt sie nicht so, wie sie soll. Ach so. Okay. Schalter anmachen. Ja. Ich habe keine Ahnung, was dieser Schalter bewirkt hat. Oh, irgendwas hat sich jetzt gerade geöffnet. Ach, oh Gott, wir haben den Raum geflutet. Seht ihr das? Ja, schön. Was bringt uns das jetzt? Ach ja, wahrscheinlich, dass wir dann da hinten hochtauchen können, oder? Eine andere Lösung sehe ich nicht. Und jetzt sind wir im Dunkeln. Mein Gott, regt mich das auf, dass das hier so dunkel ist. Ich sehe überhaupt nichts. Und ich sollte vielleicht jetzt nochmal speichern. Weil wenn ich schon nichts sehe. So. Ich höre ein beunruhigendes Geräusch. Oh, da geht's runter. Oh, das ist eine Flammenfalle. Da hätte ich mal lieber den Raum geflutet. Aber ich weiß nicht, wie das gegangen wäre. Also da sollte ich jetzt nicht reinfallen. Gut, dass ich langsam gelaufen bin. Hier haben wir nichts. Das ist übrigens kein gutes Gefühl, wenn man ohne Waffen, mit einem Medikit, ohne alles andere in Tomb Raider 3 unterwegs ist. Ja. Ich hätte vielleicht wirklich Nevada zuerst machen sollen. Aber ich bin überzeugt, dass es geht. Bin ich jetzt wieder hier? Nee, das sieht aber jetzt irgendwie anders aus. Bin ich wieder auf dem Dach? Okay. Oh, und langsam laufen wegen Estrad fallen. Oder ist schon wieder eine? Ja, okay. Aber über die muss ich jetzt drüber. Nee, da hangel ich mich auch. Ich habe schon so viel Energie heute verloren. Das muss jetzt nicht sein. Das ist aber nicht der gleiche Gang, weil da war diese Schräge viel länger. Und wir sind ja auch von ganz woanders hergekommen. Und das hier sieht jetzt nämlich auch anders aus. Ich weiß nur noch nicht, wo das da hinten mich hinführen soll. Vielleicht ist da noch mal eine Luke im Boden oder sowas. Mich wundert es auch ein bisschen, dass da jetzt überhaupt kein Alarm geschlagen wird. Ich meine, die ganzen Hafträume sind offen, die Gefangenen laufen frei rum. Lara rennt auch frei rum, keiner weiß, wo sie ist. Und es werden Wachmänner erschlagen und so weiter. Da geht's runter. Und keinen interessiert es anscheinend. Es gehen keine Alarmsirenen an, es laufen keine aufgebrachten Leute rum. Sehr komisch. So. Aber ich denke, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für diese Folge. Ihr habt ja genug Elend miterleben müssen. Und ich freue mich aber jetzt schon auf die nächste Folge. Und werde die wahrscheinlich auch gleich im Anschluss aufnehmen. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal wieder Fackeln und sowas finden. Und ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.